So, ich glaube, jetzt haben wir auch den Axel reingekriegt hier. Axel, hörst du mich? Ja, na klar. Oh, super. War das eben eine Schwierigkeit? Aber sei mal ehrlich, war ja, nicht meine Schuld, oder? War ja, absolut nicht begeistert. Meine Schuld. War doch nicht meine Schuld. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Sendung. Ich danke euch. Toll. Ich danke euch. Vielen Dank. Hat es dir denn bis jetzt gefallen? Chaos, das geht vorbei. Ja, naja, es ist das erste Mal hier. So viele Knöpfe, das kannst du gar nicht glauben hier. Ja, das macht alles nichts, ja. Du hast was zum Thema zu sagen. Ja, hör mal, die Frage ist doch schon geklärt. Gucken wir unauffällig auf die Uhr. Derjenige, der Frühaufsteher ist, müsste jetzt schon zwangsweise im Bett liegen. Also, tschüss Benny, war nett mit dir. Also bin ich eher der notorische Langschläfer. Ja, aber doch nicht schon um 11 aufstehen. Das macht dich nur sympathischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber doch nicht schon um 11 aufstehen. Kinder, das ist ja mitten in der Nacht. Ja, also, wer steht denn? Ey, weißt du, wann ich zur Arbeit muss? Ich muss um 9:30 aufstehen, wenn ich zur Arbeit will. Ey, ist die Gitti geht halb 10. So eine Quälerei, echt, ja. Ah ja, sehr halb schlimm. 10. Probiere ich hin und wieder auch. Wenn ich dann auf Arbeit bin ich aber zu nichts zu gebrauchen. Ja, das ist bei mir aber Dauerzustand, wenn ich auf Arbeit bin. Das ist was anderes, ja. Was arbeitest du denn so, dass du aber so spät? Glücklicherweise hat die moderne Technik sowas wie Espressomaschinen erfunden. Mhm. Und da wir ja da sind, wo man den Müll auch programmieren kann, haben wir die Espressomaschine programmiert, dass sie große Kaffeetassen voll Espresso produziert. Ich hasse Kaffee. Wenn man Kaffee davon früh zwei intravenös nimmt, ist die Sache eigentlich schon fast gegessen. Doch intravenös, das geht ja dann an den Geschmacksnerven vorbei, dann können wir rein stimmt, theoretisch das ist nicht auch ganz so schlimm, aber das Koffein kommt dahin, wo es hingehört. Ne? Mhm. Axel, ja. Axel, der Name ist richtig, ja? Ja, aber na klar. Na klar, nee, vielleicht liegt es daran, also ich bin der Frühaufsteher, dass ich keinen Kaffee trinke. Das ist ein grundfalsch. Wie wirst du dann früh wach? Ach so, ja, was erzähl ich denn da? wie ich früh wach werde. Es ist bei mir, ich stehe Wochenende um 5 auf. Also das ist normal. Das ist um 5? Ja. Was machst du so früh? Na, es ist so schön, ja. Man geht raus und ist dunkel, ja, und vielleicht. Ja, die Letzten, die nach Hause gehen, ja. Nee, nein. Das ist so genial. Die sind alle todmüde, total noch angetrunken und so. Man geht raus. Du bist auch todmüde. Die Sonne geht auf und so. Das ist genial. Das glaube ich ja alles. Wenn ich aber früh 4:30 aufstehen würde und rausgehen würde, wäre ich genauso todmüde. Glaube mir das, ungesehen. Und sehen würde ich, glaube ich, gar keinen. Ich muss aber auch mal was dazu sagen. Ich meine, es stimmt ja schon. Bei mir ist es ja so, wenn ich abends weggehe und ich am nächsten Tag frei, stehe ich so erst 12:30 auf, manchmal schlafe ich bis 4 und dann ist natürlich scheiße, weil der ganze Tag dann schon vorbei ist. Dann hat man irgendwie auch zu nichts mehr Lust, noch was irgendwie großartig zu machen. Man nimmt sich den Tag vorher was vor. Zum Beispiel war es jetzt mit meinem freien Tag, ich wollte zum Friseur, ich wollte zur Bank, ich wollte einkaufen gehen, so ganz viel, bin wieder erst um 3 aufgestanden. Da hat man wirklich keine Lust mehr. Das ist schon der Nachteil, natürlich. Da hast du nicht unrecht. Für diese Zwecke hat die moderne Technik sowas erfunden, was sich Wecker nennt. Ja, aber, pass auf, wenn ich meinen Wecker auf 10 stelle und ich war erst um 3 im Bett, so, klingelt Wecker, also erstmal, kann man ja sagen, naja, bis 10:30 oder so. Nee, krass, manchmal, dann schlafe ich bis 1, ich kann immer noch nicht aufstehen und dann wache ich jetzt um 4 auf, weil mich irgendjemand anruft. Verstehe. Hör mal, da gibt's noch eine andere Lösung. Ein ganz kleines bisschen länger wach bleiben, dann kann man das noch früh erledigen. Zur Bank gehen, zum Friseur vielleicht nicht, da schläft man ein. Aber zur Bank gehen... Okay, heute Nacht habe ich 4 Stunden geschlafen, aber heute geht's mir gut. Ja. Mhm. Aber ich habe mal noch eine Frage, und zwar, was darf ich du sagen, ja? Na, blöde Frage. Sport? Wie? Sport. Was ist das? Gut, dann hat sich die Frage fast erledigt. Hier wie ein Sportler aushängen. Nee, weil ich würde gerne vorschlagen, mal, dass ihr alle hier mal morgens, sagen wir mal um 2 Uhr, ne? Nee, um 5 Uhr morgens mal joggen geht. Und dann, danke. Du, hör mal, ich hatte... Abgelehnt! Abgelehnt. Du, ich hatte 3 Jahre lang so einen netten Spieß, der hatte jeden Morgen von mir verlangt. Seitdem bin ich davon je und vollständig geheilt. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ja, aber man fühlt sich doch besser, oder? Konnte ich eigentlich nie behaupten. Ich fühlte mich immer besser, wenn ich früh keinen Sport machen musste. Mhm. Also so nette Überlegungen wie 3000 Meter Lauf früh kurz nach 6 fand ich eigentlich nie so richtig prickelnd. Und jetzt wird auch gerade nicht die Nase lang. Aber Axel, nein, die Nase wird nicht lang. Du kannst alle diejenigen fragen, die irgendwie mit mir zusammen an der Unhaftierschule waren, aber die werden dir das bestätigen können. Axel, da haben wir was gemeinsam. Ich hatte auch mal einen Spieß. Heute zu Mittag. Gut. Okay, Kinder. Die Hörerwelt lacht, ganz Berlin liegt. Also Axel, vielen lieben Dank für deinen Anruf. Du bist ihr macht es gut, Kinder. Klingt gar nicht schlecht. Du wirst dich nett von nur dir. Axel, du bist der Beste. Ein bisschen Hektik rausnehmen, ansonsten klingt das richtig gut. Was müssen wir rausnehmen? Ein bisschen Hektik.
Ja, das aber ist nur ein kleines bisschen, die erste Sendung. Nicht allzu viel, sonst schläft man ja. Ich verrate jetzt mal was wirklich, es ist auch nicht böse gemeint, aber das ist wirklich kein Witz. Wir hatten ja vor unserer Sendung, ist ja unsere erste Sendung, und wir hatten vorher eine Live-Sendung mit einem Blinden gehabt. Da war es ein bisschen problematisch, ihm zu sagen, dass jetzt seine Sendung zu Ende ist und er doch bitte seine Sachen nehmen müsste, bis der hier seine Jacke und die Sachen alle weggenommen hat. Ist sehr viel wichtige Zeit vergangen und daher mussten wir eigentlich nur noch herstürmen, unsere CD einwerfen. Und deswegen, ging dann wieder nicht. Und deswegen kam auch gleich ein Lied hinterher und dann war hier noch jemand vom OKB, von der Technik, und hat gesagt, ja okay, ich zeige euch das noch schnell, und dann kam nochmal der Opener, naja. Damit wollen wir sagen, dass wir keine Schuld haben. Nee, wird auf jeden Fall besser. Das wird alles. Kinder, ihr macht das gut. Ich danke dir. Axel, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hör noch schön zu. Gut, bis dann. Tschüss. So. Ciao. Und zwar passend. Na, warte mal, ich wollte eigentlich erst, jetzt hat einer bewiesen, dass er Telefone bedienen kann. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz die Nummer sagen, und zwar ist es die 030 für Berlin, 46 40 05, und nehmt die 18, weil der Axel meinte, die 17 geht. Du musst aber auflegen. Ja, es ist aufgelegt. Ja, ich leg gleich auf. Ja, wir spielen jetzt. Ich verstehe gar nicht, warum du die Nummer jetzt so angesagt hast, obwohl du so einen schönen Trailer aufgenommen hast. Aber ich wollte was sagen, bevor du wieder gesammelt hast. Ja. Und zwar haben wir passend zum Thema vor 3 Jahren mal ein Lied aufgenommen. Nee, wir haben wirklich, und zwar muss man ja dazu sagen, dass der Benjamin und ich, wir sind ja Musiker. Nee, Quatsch. Wir haben ein Musikprojekt, war vor 4 Jahren gestartet und haben mal ein Lied aufgenommen, das heißt Jeden Morgen. Und das passt zum Thema und das würde ich jetzt eigentlich gerne mal anspielen, Olli. Meine Lieblingsgruppe, ich habe alle deren Filme gesehen. Wie heißt gesehen, die Gruppe? Alle Poster. Das sind die Chartstürmer mit UE geschrieben. Nee. www.chartstürmer.de. Ja, bitte buchstabieren, wie wird Chartstürmer geschrieben? Chartstürmer. So, yeah. Und jetzt kommt das Lied Jeden Morgen. Woo! War ein sehr gutes Lied. Ja. Vor 3 Jahren produziert. Ja. Benjamin hat es gesungen, ja, wie man gemerkt hat. Und irgendwie ist er gleich bei der Sache, weil er das Lied, glaube ich, so gut findet.
Ich kann es nicht mehr hören nach 3 Jahren. Wieso denn? Ey, das ist euer bestes Lied, so ganz DJ like. Das darf man nie sagen, das beste Lied. Wir haben warum nicht? Man muss immer sagen, die anderen sind genauso. Achso, die anderen sind 1000 Mal besser, damit ihr auf die Internetseite geht. Nee, aber wie bist du euch auf den Text gekommen? Auf den Text? Erzähl mal, wie du auf den Text gekommen bist. Das will ich jetzt so wissen. Selber erzählen wie vor 10 Minuten. Also ich stehe immer um 5 auf, auch am Wochenende. Dann gehe ich manchmal joggen. Ist gut. Also, gut. Okay. Nein, also der wahre Grund ist, dass du eigentlich deine Arbeit hast. Nein. Ah, ist gut. Das stimmt. Ah, gut. Kommen wir wieder zum Thema. Und zwar, ich spuck mir doch nicht um den Arm. Ja. Das Thema heute ist Frühaufsteher und Langschläfer. Hör auf zu atmen. Entschuldigung. Und, sag doch mal nochmal die Telefonnummer. Ja, dann sagen wir nochmal die Telefonnummer. 030 für Berlin, 46 40 05 17. Oder 18. Ich hab mal noch eine Frage. Jetzt könnt ihr noch mal beweisen, dass ihr ein Telefon bedient. Entschuldigung, Mann, Benjamin, Entschuldigung. Redet einfach dazu. Entschuldigung. Überleg, wer deine Arbeitgeber sind. Wer hat die Idee der Sendung gehabt? Ich mach jetzt mein Mikro kurz aus. Wenn ich meinen Mund schließe, darfst du reden. Du hast jetzt bestimmt 80% mehr gesagt als wir. Ja. Okay, jetzt seid ihr dran, ich mach mein Mikro aus. Für ja, bitte. Okay, jetzt. Olli, wie ist das eigentlich bei dir? Das ist Olli. Du bist ein... Ich hätte fast was gesagt, aber jetzt... Was? Dass er ein Arschloch ist? Bitte. Das sagst du ja schon 100 Mal am Tag. Eigentlich tut Benny mir voll leid. Du machst ihn immer total fertig. So, ich hab einen Grund dafür. Ja. Ich hab aber jetzt eine Frage an euch. Ihr geht ja abends, nachts weg und gebt euch die Drogen. So, wie ist es? Achso, man müsste vorher noch dazu sagen, dass Benjamin weder raucht noch trinkt. Genau, er trinkt nicht, er raucht nicht, er ist ein Spießer. Naja, also wir trinken wenigstens mal ein... Apropos trinken! Wie vor der Sendung und rauchen tut man zwar... Oh, wir kriegen hier einen Anrufer rein, ey. Ich bin bekloppt. Moment, okay. Ich guck mal, ob ich das hier so abnehmen kann. Oh. Ah, nee, so geht es nicht, Moment. Hallo, wer ist denn da? Du musst ihn hochziehen. Der ist hochgezogen, kannst du uns hören? Olli, ja, halbwegs. Ah, hi, wer ist denn da? Hier ist der Torben. Der Torben? Wer ist denn Torben? Torben, stell dich doch mal vor. Nein, muss er. Du hast doch ein Thema zu sagen, nehme ich an. Kannst du uns sagt ihr, man versteht euch nicht. Hörst du uns? Das ist... Ja, ich höre euch jetzt wieder. Na, dann ist ja gut. Kannst du was zum Thema sagen? Ja, ich wollte mal sagen, also alle Frühaufsteher sind irgendwie Langweiler. Siehst du, Benjamin, ich hab's dir gesagt. Weil es gibt Leute, die verstehen es einfach nicht, dass der Tag 24 Stunden hat. Ja, genau. Also die nutzen nur 12 Stunden des Tages. Und dennoch die schlechtesten des Tages. Ja, die 12 Stunden, wo normale, gute Menschen schlafen sollten und sich regenerieren sollten, um abends wieder Spaß zu haben. Mhm. Da habe ich mal eine Frage an Norbert. Tobert. An Norbert. Ich habe auch, ja, frag mal. Und was ist mit den Stunden davor? Die sollte man doch auch nutzen. Hörst du mich lachen? Nee, die kann man ja schlafen, weil man muss ja abends Spaß haben. Doch, schläft doch abends. Ja, und tagsüber langweilt man sich. Nee, man muss eigentlich so leben, guck mal, man nimmt jetzt ein Kind. Ein Kind lebt gesund und munter und geht früh ins Bett. Also und, ich hoffe, ja, und ich 90 meine, Jahre alt oder lebt nichts im Leben? Nee, und ich meine, und die Menschen, umso älter sie werden, umso unvernünftiger werden sie. Unsinn, Kinder brüllen bloß rum und sind quengelig. Und warum ist es so? Weil die besten Stunden des 24 Stunden eingeschlafen. Nein, man kann doch schön den ganzen Tag verschlafen, weil man tagsüber, was macht man denn tagsüber? Arbeiten. Die unangenehmen Dinge des Lebens. Mhm. Ja. Stimmt. Kann man, was? Stimmt. Ja, aber guck mal, wenn ich um 4 Schluss habe, dann habe ich bis um 22 Uhr ein paar Stunden Zeit. So. Und wenn ihr erst um 8 Schluss habt oder um 9 zu Hause seid, dann ist es ja, dann seid ihr ja bis um 4 wach denn und dann nimmt sich das nichts mehr. Ja, ne, aber der Tag fängt doch erst mit dem Abend an. Ja, ich komme mit dem nicht klar. Tobert, ich habe mal eine Frage. Was Torben. Torben. Ach, Torben, Entschuldigung. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Schlafen. Ja, und was machst du abends? Weggeht. Ja, Norbert. Wo gehst du denn hin? Man kann was trinken gehen, was essen gehen, feiern gehen. Also eigentlich hat er eine gute Einstellung, aber wenn du jetzt den Tag verschläfst, bis wann schläfst du denn? Wenn ich vorher weg war, ist es bis 16, 17 Uhr. Ja, aber ganz kurz, ich meine, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt eigentlich, dann hat man doch trotzdem irgendwie das Gefühl, man hat den ganzen Tag verpasst. Also bei mir ist das so, weißt du? Und bei dir? Ja, das ist ja schon richtig so, aber ich will ja den Tag
man kann doch den man kann doch den Tag anders genießen. So ging es uns am Anfang heute auch. Genau, so finde ich es auch. Aber jetzt mal nur so von der Stimme her, würdet ihr sagen, der Robert, der ist aufgeweckter, lustiger, fröhlicher Typ? Doch, also muss ich ganz ehrlich sagen, er hat Humor. Der Bert, und wie heißt er? Ach, du bist Torben. Du bist wirklich unhöflich. Der Torben ist, klingt wie ein junger, selbstbewusster, humorvoller Mann. Dicker Mensch. Der voll im Leben steht. Da fällt mir aber gerade was anderes ein. Hier, der Thomas, ja? Der sagt immer zu mir, wenn ich um 21 Uhr ins Bett gehe oder um 22 Uhr, und der Benni, schlaf, ich muss nicht schon ins Bett. So. Ja. Da hat ja der Thomas nicht ganz unrecht. Ja. Darf ich mal zu Ende erzählen? Und dann sagt er, oh, warst du wieder nur 3 Stunden wach? So, jetzt rechnet man aber hoch, ich bin um 5 Uhr wach, bis nochmal 5, sind 12 Stunden und dann von 5 bis 22 Uhr, ja? Ich liebe es. Selbst schuld, was gehst du denn joggen? Also, nee, warte. So. Nimm dir mal jetzt die Zeit im Kopf, ja? Und Thomas steht erst um 20 Uhr auf und bleibt bis 4 Uhr wach, hat 6 Stunden Spaß im Leben, das war's. Ja, aber dafür hat er viel Spaß und nicht Leute, die den ganzen Tag wach sind, den ganzen Tag über keinen Spaß haben. Und Heroes 3 spielen. Entschuldigung, ich meine natürlich, wie heißt das Spiel, was du mal spielst? Wyclef 2? Nee, wie heißt denn das? Wie heißt denn das hier mit dem Fresh Meat? Diablo. Diablo, genau. Diablo, habe ich schon lange nicht mehr. PC-Spieler ziele ich irgendwie zu den Frühaufstehern. Nee, weil man muss ja sagen, Benjamin geht ja auch nicht in die Disco. Benjamin macht gar nichts. Benjamin geht nicht in die Disco, er sitzt zu Hause, guckt Richter Alexander Holt. Es ist keine Lüge, ja? Und wenn man fragt, Benjamin, kommst du heute einmal mit in die Disco? Ich geh doch nicht in die Disco! Ich guck Richter Alexander Holt ohne Fernseher. Wie soll das gehen? So. Stimmt, er hat auch keinen Fernseher. Wie langweilig kann man eigentlich noch leben? Wie langweilig kann das Leben denn sein, wenn man keine Drogen zu sich nimmt, jeglicher Art? Ich will jetzt da keine Stimmung. Okay, Drogen jetzt, also außer Alkohol nehme ich ja auch nicht zu mir. Ja, genau. Man Alkohol nimmt doch los. Nur Drogen, um einen schönen Tag zu haben. Um der Realität zu entfliehen. Um das Leben lebendiger zu machen. Ja, was hast du dagegen? Na, was ich dagegen habe? Na, man soll wieso entfliehen, wenn man dagegen kämpfen könnte? Warum kämpfen, wenn ich gemütlich ein Glas heben kann? Benjamin, wir entfliehen dem Leben. Aber du lässt dich vom Leben kaputt machen. Du bleibst einfach stehen und lässt dich vom Leben kaputt machen. Und wir rennen lieber schnell vorher weg. Schönes Leben. Ich würde ja nicht sagen. Ich meine, er hat Thomas als Freund. Wie schön kann so ein Leben noch sein? Ja, stimmt. Das ist das einzigste Anhängsel, was noch stört. Sonst wäre mein Leben eigentlich okay. Also. Ich bin dafür, Olli, wir nehmen Anja wieder rein. Anja, okay. Ey, ich hab dich vorhin gelobt, ja? Ja. Ja, das ist nämlich noch so ein kleiner Kampf hier. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ich habe auch mal eine andere Frage. Robert, Tom, wie findest du denn die Sendung bis jetzt? Die Sendung bis jetzt ist eigentlich relativ lustig. Also, wirklich? Boah. Ihr kennt mich ja nun anscheinend. Ich weiß zwar nicht woher, aber ihr kennt mich. Ich kenne dich überhaupt nicht. Auch nicht, aber ich würde dich gern kennen. Du hörst dich lustig an. Bist du so ein Typ, der immer gleich schlägt, weil er keine Argumente hat? Und ihr kennt mich, ich bin eigentlich relativ pessimistisch veranlagt. Mhm. Wie bist du auf unsere Sendung gekommen? Eigentlich, hast du einfach so reingeschaltet jetzt oder hast du überhaupt? Ich hab hier durch einfach mal durch die Radiosender geschaltet und da fiel mir so ein lustiges Lied auf und da musste ich einfach mal dranbleiben. Ja, ja. Aber ich hab mal noch eine andere Frage. Und zwar. Schieß los. Ja, das ist eine Frage, Thomas. Ja, wie er Elvis Pelvis findet. Wie ich Elvis finde? Ja. Elvis ist völlig überschätzt. Warum? Elvis ist ein Künstler gewesen, der nicht singen konnte, nicht tanzen konnte. Das wird immer besser. Kacke aussieht und ich glaube, ich werde ein Buch über ihn schreiben. Klang das jetzt irgendwie. Und trotzdem Erfolg hatte. Nee, aber auch immer jeder gerade im Hintergrund macht. Wir schließen das Ganze ab. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Norbert? Ich danke auch und dass noch viele weitere Leute bei euch anrufen werden. Ja, es war sehr schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank. In 2 Wochen sind wir übrigens wieder dran, dann kannst du uns als treuer Hörer gleich wieder... Genau, und du kriegst einen Bonbon. Ja, oh, danke. Und zwar kommt das Bonbon jetzt in Form... Moment, wenn du willst, schicke ich dir auch mein Tagebuch. Das ist, glaube ich... da steht ja nicht viel drin. Das ist so langweilig, Benjamin. Was? Montag, 5 Uhr, aufgestanden, Sonnenaufgang geguckt, eine Träne weggewischt. Zur Arbeit gegangen, 20 Stunden später nach Hause gekommen, ins Bett. Dienstag. Quatsch, das ist schon. Jetzt hauen die sich hier noch. Also ich glaube, was wolltest du verschenken? Bonbon? Nee, er kriegt jetzt ein Bonbon und zwar die. Tschüss, Tobert. Tschüss.
Tschüss.